Warte. Sitz. Sitz. Gut. Okay. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute den 26. November, so circa 16 Uhr. Es fängt langsam an, dunkel zu werden, weil der Himmel auch grau in grau ist. Also wir haben in den letzten Tagen nur Regen gehabt. Hier ist es leider noch zu warm für Schnee. Also wir hatten hier im mittleren Norden, würde ich mal sagen, erst einmal Schneeflocken. Und die sind natürlich nicht liegen geblieben. Und die fielen dann natürlich auch nicht, als ich frei hatte, sondern als ich arbeiten musste und Fanny nicht die Schneeflocken uns angucken konnte. Fanny läuft übrigens vorweg. Da vorne, ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Da, der kleine Punkt da hinten. Ja, wir sind jetzt auf unserer nachmittagabendlichen Gassi-Runde. Und ja, gestern war Totensonntag. Das heißt für mich, dass wir ab heute die Weihnachtsdeko auspacken, aufhängen dürfen. Also das ist irgendwie so bei uns Tradition. Das ist ja in der Kirche auch so, dass man den Totensonntag abwarten soll. Aber ja, bei uns ist es halt einfach nur so, dass man dann halt nicht viel zu früh anfängt mit der Weihnachtsdeko. Wenn ich hier bei uns durchs Dorf gehe, sehe ich auch schon viele bunte Lichter. Und ich hoffe, dass ich heute ein bisschen was zumindest fertig bekomme. Wenigstens draußen vielleicht ein paar Lichter. Mal schauen. Da werde ich euch natürlich mitnehmen oder euch ein Vorher-Nachher-Bild zeigen. Mal schauen. Ich bin jetzt alleine unter der Woche. Mein Freund ist arbeiten. Und von hinten kommt gerade einer. Da muss ich mal kurz Pause machen. So, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade stehen geblieben war. Ja, Weihnachtsdeko. Ha, ihr könnt mir auch mal schreiben, ob ihr die Weihnachtsdeko schon hängen habt oder noch nicht. Würde mich mal interessieren. Ich bin ja ein totaler Weihnachtsfanatiker. Bei uns geht es auch nicht um Geschenke. Bei uns gibt es nämlich keine Geschenke mehr. Das haben wir abgeschafft, weil das einfach ein Hin- und Herschenken war. Ich liebe einfach diese Zeit, die Lichter, das Dekorieren. Also ich dekoriere sonst sehr wenig unser Haus. Aber zu Weihnachten darf es dann ruhig etwas glitzern und glänzen. Und ja, das möchte ich jetzt diese Woche fertig machen. Ich möchte auch Menschenkekse mal wieder backen. Das habe ich ja, die letzten Jahre etwas vernachlässigt. Ich habe aber momentan richtig Bock, nicht nur für den Hund zu backen, sondern auch für uns Menschen. Und ja, da werde ich euch vielleicht auch ein bisschen mitnehmen. Ich habe mir sowieso überlegt, so als kleines 2000 Abonnenten-Special, weil ja, das jetzt doch so plötzlich kam, habe ich mir überlegt, dass ich für euch so eine Art Blogmess mache. Das heißt, ab dem 1. Dezember, wenn ich es schaffe, also ich kann es noch nicht versprechen, dass ich es komplett durchziehe, jeden Tag einen Vlog mache und diesen dann auch hochlade am nächsten Tag. Das heißt, ab dem 1. Dezember kommen Videos, ab dem 30. November werde ich anfangen, regelmäßig zu vloggen. Das wäre so ja, mein Geschenk an euch. Und eventuell überlege ich mir auch noch was zu den Adventssonntagen. Das steht aber noch nicht ganz fest, muss ich mir noch überlegen, ob das so klappt. Und ja, ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr das findet, ob ihr da Bock drauf habt. Und dann könnt ihr mir auch vielleicht mal so ganz kurzfristig sagen, wie ich das Ganze nennen soll. Ob ich das zum Beispiel wirklich nur Vlogmess nenne oder ob ich das Dogmess nenne. Oder Dogvlogmas. Meine Vlogs heißen ja auch immer Dogvlog. Ihr könnt mir das mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ob ihr euch darüber freut oder freuen würdet, wenn jeden Tag ein Video kommt zur Weihnachtszeit. Ich weiß, wie gesagt, nicht hundertprozentig, ob ich es schaffe, das durchzuhalten. Also es wird auf jeden Fall so was Ähnliches wie letztes Jahr geben. Da hatte ich ja euch quasi jeden Adventskalendertag von meinem Dogsbox Adventskalender gezeigt. Das mache ich natürlich dieses Jahr auch. Bin mal gespannt, ob der sich dieses Jahr gelohnt hat. Der müsste jetzt auch diese Woche endlich mal in der Post sein. Und ja, ihr könnt mir das mal gerne schreiben, ob ihr da Bock drauf habt und wie ich das Ganze nennen soll. Und wie gesagt, also wenn nicht jeden Tag ein Video kommt, dann aber jeden zweiten Tag, einen Zusammenschnitt von zwei Tagen oder so,
ich versuche mein Möglichstes zu machen. Ihr dürft nicht vergessen, ich gehe auch noch Vollzeitarbeit nebenbei, habe noch den Hund, den Hundeplatz und sonstiges. Und ja, habe aber ein paar schöne Themen schon und hoffe, das funktioniert so. Ja, Fanny stromert hier ein bisschen durch den Feld. Die letzten Tage waren wir eher im Wald unterwegs, deswegen markiert sie hier auch fleißig. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade beim Ableinen schon gesehen habt. Fanny hat ein neues Halsbandleinset, beziehungsweise zwei. Jetzt spackt sie gerade ein bisschen ab. Ein bisschen ist gut. ja, das ist dieses hier. Das nennt sich, glaube ich, Mermaid. Und das habe ich mit so einem Neongelb getakelt. Also ich finde, dass gerade in dieser düsteren Jahreszeit das sehr, sehr gut auffällt. Für später habe ich natürlich noch Fannys Leuchte mit, falls es jetzt doch schneller dunkel wird. Beziehungsweise, wenn wir gleich wieder im Dorf sind, kriegt das Leuchte auf jeden Fall um. Ja, und sie spackt da jetzt gerade so richtig ab. Kann sie hier natürlich besser als im Wald. Ja. Genau, ich denke, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir zu Hause sind mit der Weihnachtsdeko. So, es ist jetzt kurz nach 5 und es ist schon richtig dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr es noch erkennt. Hier ist unser Zaun. Der soll auf jeden Fall gleich noch ein bisschen erleuchten. Und ja, sonst ist auch noch nicht viel Deko dran. Meine Eltern haben nur oben den Stern schon. Und hier kommt später noch eine Lichterkette. Das Einzige, was sonst noch leuchtet, ist der Hund. Und hinten im Garten auch noch was. Mal gucken, ob ich das jetzt gleich noch schaffe. Es ist nämlich schon echt richtig dunkel. Jetzt muss ich das morgen im Hellen machen. Mal schauen. So, einen kleinen Einblick von unserer Weihnachtsdeko habt ihr jetzt bekommen. Ich bin noch lange nicht fertig, aber die Girlande war so der erste Schritt. Hier im Flur muss ich auch noch ein bisschen was machen, das ist mir zu dunkel, obwohl, eins muss ich euch gleich nochmal zeigen. Kleinen Moment. So, und zwar ist es hier ganz schön dunkel. Wir sind nämlich in unserem Bastelzimmer oder meinem Bastelzimmer und hier drehe ich ja auch meistens die Videos. Und es ist dann doch etwas sehr dunkel und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Genau, hier ist so ein bisschen Weihnachtsdekoration, beziehungsweise den Hintergrund werde ich wohl das ganze Jahr lassen. Ich finde es besonders cool zum Fotografieren. Ja, das sind einfach hier so kleine Drahtdinger, die ich an der Gardine dran gemacht habe. Und hier auf der Seite ein bisschen vermehrt, das ist mal die Ecke, wo ich sitze. Ja, das Licht auch mal anmachen. Ne, also da steht ja jetzt gerade Fannys Gymnastikdonut und hier an der Tafel habe ich quasi auch noch einmal rumgelegt. Und ich glaube, das ist richtig gemütlich hier, wenn ich Videos schneide oder Videos drehe. Dann ist das eine ganz coole Sache und das Ganze funktioniert sogar mit Fernbedienung und hat verschiedene Stufen. Man kann das Ganze blinkend machen oder wie auch immer. Also das ist echt eine coole Sache. Das Ganze läuft auch über so einen USB-Stecker. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, ich habe was ganz Cooles zugeschickt bekommen. Und zwar wisst ihr ja, glaube ich, mittlerweile so ziemlich alle, dass ich dieses Jahr den Doxbox Adventskalender habe. Und ich wurde aber von einer Firma angeschrieben, ob ich nicht deren Adventskalender auch haben möchte. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich nicht Nein sagen konnte. Erstmal ist der total niedlich. Und zweitens nennt er sich Barf Adventskalender. Das heißt, da sind nur gute Sachen drin, kein Getreide, kein Zucker. Und ja, einfach total süß. Wenn es den noch gibt, werde ich ihn euch einmal unten in der Infobox verlinken. Hier hinten sieht man auch drauf, was drin ist. Da sind zum Beispiel auch Seinspinnerpuppen. Das heißt, da ist wieder Insektenprotein drin. Dorschfilet-Taler, Rinderfleischwürfel, Hühnerbrustwürfel. Getrocknet darf Fanny die ja mittlerweile. Stinte, glaube ich, heißen die. Das sind Fische. Und Rinderlungenwürfel. Also richtig, richtig geil. Also den
Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Da werdet ihr vielleicht auch noch den einen oder anderen Instagram-Post drüber sehen. Ich hatte erst überlegt, ob ich ihn verschenke. Aber ich wollte ihn dann doch behalten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich verschenke eigentlich immer ziemlich viel von meinen Sachen, die ich so bekomme. Ob es jetzt aus der Box ist oder ob es einfach irgendwas ist, was ich zugeschickt bekommen habe, getestet habe und dann zum Beispiel mehrfach bekommen habe oder doch nicht so ganz überzeugt bin oder Fanny einfach viel zu viel Kram hat. Das geht uns meistens mit Spielzeug so. Deswegen verschenke ich da doch ganz viele Sachen, wenn sie neu sind, auch ans Tierheim, wenn sie etwas gebraucht sind. Fanny macht es ja nicht immer sofort kaputt dann oder angefangen sind, dann geht das auch sehr, sehr viel an unsere Hundeschulmenschen, sage ich mal, also an unsere Bekannten und Freunde. Hier hängt übrigens auch schon unser Weihnachtsstern. Der ist auch richtig, richtig schön. Ich mache jetzt hier gerade einmal die Gardinen so ein bisschen dunkel. Das sind ja so Gardinenrollos. Und hatte mir jetzt noch eine Aufgabe überlegt. Wir haben es jetzt 10 vor 6. Das heißt, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ob ihr so einen Rhythmus habt, den ihr immer so ein bisschen einhalten müsst. Meiner ist, wenn ich zu Hause bin, dass ich immer die Simpsons gucke und die kommen ja immer so um 18.10 Uhr ungefähr nach den Nachrichten. Und ich habe mir jetzt aber überlegt, ich habe ein absolutes Chaos in Fannys Leckerli-Schrank und da auch so viele schon gefragt haben, ob ich mal nicht wieder Fannys Leckerchensammlung zeigen kann, ich aber der Meinung bin, ich habe die jetzt oft genug gezeigt, beziehungsweise finde nicht, dass da so viel Neues gerade dabei ist, werde ich euch einfach vielleicht gleich kurz mitnehmen, wie ich das Ganze aufräume und sortiert habe, aber nicht im Einzelnen auf jedes Produkt gehen. Ich denke, ihr seht auch immer ganz viel in unseren Aufgebraucht-Videos, was wir so benutzt haben oder benutzen, und ich denke, das ist in Ordnung. Eine Sache muss ich euch aber noch zeigen, denn ich war heute bei Penny, voll viel Schleichwerbung hier momentan, und da haben momentan eine treue Aktion und da kann man für 99 Cent, wenn man dieses Punkteheftchen voll hat, Kuscheltiere bekommen. Und ich habe mir da heute diesen süßen kleinen Gorilla geholt und Fanny findet die immer total toll, die hat da schon ein Krokodil und ein Hai von. Die haben Glasaugen, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn eure Hunde sehr viel drauf rumknautschen, dann ist das nichts für eure Hunde. Fanny ist aber sehr vorsichtig und das war einfach der niedlichste von den ganzen. Ich denke, ich werde noch ein Heftchen voll kriegen und mal gucken, was ich ihr dann noch hole. Aber so als Kuscheltier und vor allen Dingen für Fotos sind die halt einfach super. Also ich habe auch einige Spielsachen, Spielzeuge, Kuscheltiere, die ich eigentlich nur für Fannys Fotos nehme. Und ja. So, meine Küche sieht auch wieder chaotisch aus. Ich zeige es euch trotzdem einfach mal kurz, damit ihr versteht, warum ich aufräumen muss. Hier auf der Fensterbank befinden sich die selbstgebackenen Leckerlis. Da haben wir einmal diese Babygläschen und leider habe ich nur zwei von diesen Boxen. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal bei Ikea bin, muss ich mir die nochmal holen. Das sind so Bonbongläser. Und hier sind einmal diese Erdnussdinger drin und dann die mit Rindfleischmehl. Die sind am besten weggegangen. Hier habe ich nämlich noch die Sachen aus unserem von unserer Messe, die zeige ich euch auch nochmal in einem separaten Video genauer. Und das ist Fannys Leckerchenschrank. Und so sieht der nämlich gerade aus. Dass ihr einmal seht, da oben sind die ganzen Barfsachen, die muss ich auch nochmal sortieren, portionieren wieder, aber da habe ich jetzt heute keine Lust mehr zu. Das sind die ganzen Kausachen und die Gemüsemischungen, also die ich benutze, wenn ich nichts eingefroren habe. Und hier unten sind so noch ein paar Zusätze, die ich täglich brauche, also Öle zum Beispiel und mein angemischtes Zeug, Flohsamenschalen. Hier ist auch nochmal Kokosöl und hier sind so die Kekse, die ich für zu Hause und zum Training nehme. Und das Ganze werde ich jetzt einmal aufräumen. Ich denke, euch werde ich aber wieder ein Vorher-Nachher-Bild zeigen, weil sonst dauert es, glaube ich, einfach zu lang. Also das ist einmal vorher. Und so sieht das Ganze jetzt hinterher aus. Ich hoffe, man sieht einen Unterschied. Also da oben war ich jetzt nicht bei. Hier habe ich jetzt einmal die ganzen Kausachen sortiert. Also ich habe momentan sehr viel Kausachen, muss ich sagen. Durch die Messe bedingt natürlich auch, aber weil ich momentan auch sehr viel Neues ausprobiere. Hier sind jetzt die Zusätze. Hier habe ich noch Kräutermischungen hintergefunden. Und das sind jetzt so die Trainingssnacks, die ich momentan benutze. Das ist allerdings noch nicht alles. Ich habe noch ein Lager im Keller. weil hier definitiv nicht alles reinpasst und das halt das ist, was ich zuerst verbrauchen muss oder möchte. Ne? Also hier sind dann halt die Kausachen schon in der Box drin, alles was ich so lose habe oder in großen Sachen. Und hier sind dann halt noch so kleine Tütchen, alles was ich so noch habe zum Probieren.
So, das ist einmal unser heutiges Abendessen. Blättermagen gibt es für Fanny und für mich gibt es Schnittchen, Gürkchen und ein Becherchen Milch. Fanny sitzt ja auch schon und wartet artig. Und dann darf sie ihr Essen gleich genießen, während ich meins genieße. Okay. So, wir lassen den Abend jetzt auch nur noch ausklingen. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Deko. Ich glaube aber nicht, das reicht für heute. Ich mache mir jetzt einen entspannten Abend vor dem Sofa. Fanny kommt bestimmt auch gleich ein bisschen kuscheln. Und dann sehen wir uns bestimmt ganz bald bei dem nächsten Vlog. Macht's gut. Tschüss.